Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, bin ich ein bisschen weihnachtlicher diesmal unterwegs. Ich weiß auch nicht, was das Jahr irgendwie bei mir bewirkt hat, aber ich habe das ganze Haus irgendwie dekoriert. Aber das ist jetzt nicht das Thema, denn ich habe ein PR-Paket von Revolution Makeup bekommen mit ein paar Weihnachtssachen und ich dachte mir, das ist doch die perfekte Gelegenheit, um das mal mit euch auszutesten. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keines meiner nächsten Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, falls ihr wissen wollt, wie die Produkte performen, schnappt euch euren Pinsel und let's go! Wie ihr seht, habe ich meine Base bereits fertig. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal mit den Augenbrauenprodukten los. Und zwar hat mir Revolution Makeup ein paar Augenbrauenprodukte zugeschickt, die sehr interessant für mich sind. Denn es ist ein Soap Styler dabei, mit dem ihr sozusagen Soap Brows oder Bushy Brows machen könnt, was ja mein Spezialgebiet ist. So sieht direkt auch die Verpackung aus und jetzt mache ich den mal auf. Und was mir auch direkt auffällt, wo ich sehr enttäuscht drüber bin, ist, das ist jetzt wirklich nie so toll gelöst, würde ich sagen, aber wir probieren auf jeden Fall das Produkt jetzt mal aus. Dafür braucht ihr auf jeden Fall schon mal ein Setting Spray. Ich nehme das Fix Plus von MAC, weil ich das auch so für meine Soap Brows benutze. Und dann sprühe ich einfach die Seife so an und dann gehe ich hier mit diesem Bürstchen einfach so rüber und dann gehe ich hier so über meine Augenbrauen. Also wie ihr sehen könnt, es macht auf jeden Fall seinen Job. Die Haare sind aufgestellt. Jetzt mache ich das noch auf der anderen Seite. Also wie ihr seht, es macht, was es tun soll. Es ist jetzt nicht der Effekt, den ich beim Haargel zum Beispiel habe, wenn ich den für meine Augenbrauen benutze. Aber es ist in Ordnung auf jeden Fall. Also kann man schon damit arbeiten. So, ich habe jetzt meine Augenbrauen noch ein bisschen aufgefüllt mit dem Stift von Lime Crime, den ihr wahrscheinlich schon aus meinen Stories kennt. Und jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit den Augen. Und zwar habe ich hier drei Paletten bekommen. Und ja, da müssen wir jetzt mal entscheiden, welche wir nehmen. Diese Palette ist perfekt für den täglichen Gebrauch, vor allem wenn ihr etwas alltagstauglicheres Make-up schminken wollt. Die zweite hat wunderschöne Pressed Glitters mit drinnen und ich finde die Kombi aus Nude und Warmtönen richtig schön. Und bei der letzten haben wir ein wenig mehr Farbe zur Auswahl. Diese würde ich benutzen, um mich kreativ im Make-up auszuleben. Ich muss sagen, von allen drei Paletten finde ich die hier am schönsten. Die hat nämlich so richtig schöne, grobe Glitzertöne noch mit drinnen. Und sie ist auch für den Alltag perfekt. Vor allem finde ich aber, dass die am weihnachtlichsten aussieht. Also die hat einfach so richtig schöne, warme Töne. Sie hat Goldtöne mit drinnen, die man für so einen schönen Weihnachtslook wirklich benutzen kann. Erst habe ich hier meine Base aufgetragen, also damit einfach die Farben schön pigmentiert rauskommen. Wir fangen zunächst mit diesem Braunton an. Diesen Ton trage ich jetzt über mein komplettes Augenlid auf. Also für so eine Drogerie Palette sieht es wirklich sehr schön aus. Ich baue jetzt den Ton auch noch mal auf. Danach nehme ich eine dunklere Farbe. Den trage ich jetzt einfach so tupfend hinten auf und verblende das Ganze hier noch mal mit dem vorherigen Pinsel. Nun kommen wir zum Glitter. Dafür nehme ich diesen speziellen Applikator. Dafür, dass es eben so selbstklebendes Glitzer ist, also Pressed Glitter nennt sich das, braucht ihr nicht mal irgendwie einen Kleber drunter, weil normalerweise braucht ihr eben so Glitzerkleber. Aber das könnt ihr richtig schön auftragen. Und da ich wirklich sehr einfach heute gehen will, werde ich jetzt auch nicht viel mehr machen. Ich werde jetzt einfach die untere Partie mit denselben Farben nochmal bearbeiten. Und dann kommen wir zum Eyeliner. So sieht die untere Partie jetzt erstmal aus. Also ich bin vollkommen zufrieden. Und jetzt machen wir noch einen Eyeliner drauf. Nun machen wir weiter mit dem Eyeliner. Dieser hat auf der einen Seite einen Kajalstift und auf der anderen Seite findet ihr einen Eyeliner mit einer sehr dünnen Spitze. Und als allererstes nehme ich eben das Lid so ein bisschen nach hinten, damit ich wirklich eine sehr glatte Fläche habe. Und dann zeichne ich erstmal eine Linie, dass der irgendwie nicht... Muss ich den einzeichnen oder was? Also so sollte das aussehen. Bei mir sieht es leider, man sieht einfach gar nichts. Wir probieren es jetzt einfach mal hier so rüber zu machen. Gut Leute, dann nehmen wir jetzt einen anderen. Wir versuchen es jetzt mit dieser Seite hier. Nehme ich einfach an die Wasserlinie unten zu zeichnen. Das sollte gehen. Also der Teil funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Also das sieht sehr schön pigmentiert aus.
was mit dem anderen los ist, keine Ahnung. Jetzt habe ich den Eyelinerstrich mit einem anderen Eyeliner gezogen und ich finde die Kombi richtig schön. Deswegen mache ich jetzt noch die andere Seite und dann machen wir weiter mit den Wimpern. Und zwar habe ich hier eine Mascara und einen Wimpernprimer bekommen. Und so einen Lashprimer habe ich nie verwendet, wenn ich ehrlich bin, weil ich eigentlich immer so künstliche Wimpern getragen habe. Aber das werden wir jetzt heute ausprobieren. Der Primer sieht am Anfang sehr weiß aus, aber wenn man den aufträgt, dann wird er durchsichtig. Und weiter geht's mit der Mascara. Und jetzt tragen wir die Mascara einfach auf. Also hier ist einmal das Auge mit der Mascara und hier ist das ohne. Was mir eben beim Lash Primer aufgefallen ist, und ich glaube, das ist einfach bei jedem Lash Primer so, dass wenn ihr dann nochmal drüber bürstet mit eurer Mascara, dass das einfach so richtig hart auf den Wimpern sich anfühlt. Also ich konnte nicht wirklich geschmeidig über die Wimpern drüber gehen, wie als wäre da nichts drauf sozusagen, als wären meine Wimpern ungeschminkt. Glaube ich, werde ich in Zukunft keine Lash Primer benutzen. Das ist einfach nichts für mich. Also ich habe jetzt ganz schön meine Lashes aufgetragen und ein bisschen Blush, damit ich nicht ganz so eintönig aussehe. Und da habe ich auch von der Tochtermarke, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall von XX Revolution, habe ich jetzt eben diesen Blush genommen. Ich liebe den, weil der ist nicht zu rot und auch nicht zu pink, sage ich jetzt mal. Und jetzt machen wir weiter mit dem Highlighter, denn ich habe einen wunderschönen Highlighter zugeschickt bekommen. Dieser Highlighter hat eine leicht gold-silberne Farbe und leichte Schimmerpartikel mit drin. Und den probieren wir jetzt zusammen aus. Ich bin richtig gespannt, weil der sieht so gold aus, aber nicht so dunkelgold. Also es sollte auf jeden Fall zu mir passen. Und den trage ich jetzt hier auf. Er sieht sehr schön aus, aber wir werden eh am Ende jetzt auch nochmal alle Produkte separat durchgehen mit dem Feedback. Aber soweit, so gut. Als kleines Highlight trage ich einen roten Lippenstift auf. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt für den roten entschieden, weil ich finde, dass das Rot ein bisschen so ein Weihnachtsfeeling gibt, was mir total gefällt. Und ich finde auch, der fühlt sich sehr angenehm an. Und bei solchen Stiften fällt der Lip Liner weg, weil den müsste man sowieso bei Rot verwenden, damit das nicht alles verwischt. So, nun kommen wir zu einem kleinen Fazit, und zwar fangen wir mit dieser Brow Soap an. Da muss ich sagen, ich benutze normalerweise die hier, die ist deutlich teurer, soweit ich weiß. Deswegen, also falls ihr eine günstigere Alternative wollt, ist die richtig gut. Was ich aber am Anfang nicht so gut gefunden habe, ist, dass die Seife runtergefallen ist. Wobei jetzt, wo ich es benutzt habe, geht sie nicht so einfach raus. Also wie ihr sehen könnt, ich kann die kippen und die bleibt drinnen. Also das Problem haben wir schon mal gelöst. Nun kommen wir zu dieser Palette. Ich finde die einfach klasse. Also ich finde das Augen-Make-up ist wirklich schön dezent geworden. Ihr müsst auch bedenken, das ist keine Natasha Denona Palette oder so, die 100 Euro kostet, sondern es ist wirklich eine preisgünstige Palette. Und ich finde die Farben auch extrem schön in dieser Palette. Also ihr findet definitiv euren Alltagslook da drin oder eben so einen festlichen Look. Und es sind auch Pressed Glitters drin, was ich total feier bei Paletten. Ich finde, in jeder Palette eben sollte mindestens ein so ein Glitzer drin sein, vor allem bei so alltagstauglichen Paletten. Weil das wertet einfach den Look nochmal auf. So, über den Eyeliner brauchen wir erst gar nicht reden. Der Eyeliner ist für mich durch. Es hat einfach nicht seinen Job erfüllt. Wegen dem Kajal würde ich das Produkt jetzt wahrscheinlich eher nicht kaufen, weil dann kann ich einen einzelnen Kajal kaufen. Wobei der Kajal wirklich echt gut aussieht. Den Highlighter finde ich wirklich wunderschön. Der ist sehr dezent. Man sieht den immer noch. Der wertet den kompletten Make-up-Look auf. Also falls ihr einen guten Highlighter wollt, dann ist der wirklich sehr, sehr schön. Kommen wir nun zum Primer und zur Mascara. Finde ich jetzt nichts Besonderes. Könnt ihr mal für euch selber ausprobieren. Für mich hat es leider nicht gereicht. Kommen wir nun zum letzten Produkt. Das ist der Lippenstift. Die Farbe ist einfach wunderschön. Passt perfekt zu Weihnachten. Fühlt sich auch richtig gut auf den Lippen an, finde ich. Und es ist echt easy aufzutragen. Also ihr braucht keinen Lip Liner mehr. Ihr tragt das einfach auf als Lip Liner, sage ich jetzt mal. Und dann füllt ihr einfach nur noch die Flächen aus. Und das war's. So, das war's auch schon mit der kleinen Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und ein Abo, falls ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Schaut auch auf jeden Fall auf meinem Instagram-Profil Gloshy vorbei. Dort poste ich täglich Instagram-Stories und Mini-Tutorials, die ihr super einfach nachmachen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!